Heute in der Folge geht es mal wieder um einen Panzer. Wir wollen in Minecraft uns den Leopard 2 bauen. Er ist zurzeit der berühmteste Panzer der Welt und wird schon seit 1978 hergestellt und es hat sich bis dahin einiges um diesen Panzer getan. Es gibt viele Varianten und diese Variante ist meine, von daher schnappen wir unsere Blöcke und bauen uns diesen schicken Panzer mal auf die Welt. Für unseren Panzer fangen wir erstmal mit einer schönen Plattform an. Und zwar machen wir das Ganze jetzt auf eine Länge von insgesamt 10 Blöcke. Wir zählen nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Das machen wir auf eine Breite von insgesamt 5 Blöcken. Wenn du es soweit hast, suchen wir jetzt die Vorder- und Rückseite aus. Das hier ist die Vorderseite bei mir. Das heißt, ich lasse jetzt 2 Blockreihen Platz. Setze mal eine Reihe hier einmal lang. Die ziehe ich jetzt einmal bis nach hinten weg und lasse mir hinten nur eine Reihe Platz. Ganz hinten mache ich mir das jetzt so einmal, dass ich hier 3 Blöcke mir einmal überstehen lasse und dazwischen setze ich mir ganz normal ein paar Treppen hin. Auf der Vorderseite platzieren wir jetzt oben in der Mitte 3 Treppen, die sich jeweils so einmal anecken. An der Seite lassen wir die erste Blockreihe Platz, dann setzen wir 2 umgedrehte Treppen hin. Eine, die mitten Rücken da einmal rangeht und 2 noch nach hinten weg. Andere Seite genauso, ersten Block freilassen, 2 umgedrehte, eine mitten Rücken ran und 2 nach hinten weg. Wir nehmen danach wieder unseren Block und setzen hinter unseren 3 Treppen wieder eine weite Reihe. Die ziehen wir jetzt so weit nach hinten, dass wir hinten wieder eine Blockreihe frei haben. Da könnt ihr gleich ein paar Stufen einmal draufsetzen und wir ziehen auch nochmal eine Stufenreihe auf unseren Treppen. So, andere Seite auch. Erste Treppe lassen wir frei, dann dahinter, zack, einfach ein paar Stufen hin. Wir machen hier hinter unserer letzten Treppe auch nochmal eine Stufe auf beiden Seiten. Dann nehmt ihr mal eure Räucherofen und setzt die einmal hinten auf die letzte Reihe einmal drauf. Wir machen weiter auf der Vorderseite, nehmen mal unsere Mauern und platzieren die mal an der Seite unten. Wir lassen hinten einfach mal 3 Blockreihen Platz. So, andere Seite auch. Erstmal ein paar Mauern hinsetzen, sodass wir hinten 3 frei haben. Ganz oben auf unserem Panzer setze ich mir noch hinten noch einmal hier eine kleine Mauer hin. Ich nehme nochmal meine Stufen und zwar unter meinen Panzer statte ich den Boden noch ein bisschen besser aus. So, ich mache mir das mal so, dass wir, müssen wir hier mal genau gucken. Wir haben, sage ich mal, eine Plattform von insgesamt 5 Blöcke, dass wir die Mitte einmal, die 3 Blöcke, sage ich mal, mit Stufen noch ein bisschen verstärken, aber lassen jeweils auf der Vorder- und Rückseite eine Blockreihe Platz. Als nächstes wollen wir einmal unser Glas verbauen. Auf der Seite hatten wir 3 Blöcke freigelassen. Setz da jetzt bitte einmal dein Glas rauf. Wunderbar. Wenn wir das soweit haben, geht es jetzt weiter mit Schwarzeichenholz-Falltüren. Und zwar müssen wir jetzt so ein bisschen Dekoration bringen. Ich fange gleich mal auf der Vorderseite hier einmal an. Und zwar hier mache ich jetzt einfach mir mal so 2 Falltüren so übereinander, einfach hier in die Ecke einmal hin. Gleich davor setze ich mir nochmal eine weitere Falltür hin. So, jetzt nehme ich mir mal einfach eine Stufe, setze mir die hier vor meiner Treppe. Darunter mache ich mir immer nochmal eine weitere Falltür. So, davor, jetzt müssen wir hier so ein bisschen gucken, setze ich mir wieder eine Falltür einfach mal hin. Und daran dann wieder hier einmal eine Stufe, Falltür drunter und dann mache ich mein Kanonenrohr nochmal 2 Falltüren nach vorne weg. Danach platzieren wir noch ein paar Falltüren, und zwar unter unserem Panzer, da wo wir das, sag ich mal, so freigelassen hatten von den Stufen. So, Vorder- und Rückseite einmal. Nun könnt ihr euch einmal Zauntor nehmen und auf der Rückseite dreimal was in die Mitte hier platzieren. Da könnt ihr das, sag ich mal, ja, ich würde mal das so machen, mir so ein bisschen hier aufklappen. Das mache ich auch nochmal auf der Vorderseite, ganz vorne, zack, einfach 3 hier hin platzieren. Und da könnt ihr die einfach so ein bisschen aufklappen, wie ihr wollt. Na, ich mache das mal so. Neben meinem Kanonenrohr mache ich mir auch nochmal 2, die lasse ich mir einfach so aufgeklappt. Und dann fliege ich nochmal unter unserem Panzer und setze mir nochmal neben meinen Falltüren hier unten auch jeweils nochmal Zauntor, was aufgeklappt ist. So, Rückseite, genau das gleiche Spiel, neben unserem Falltüren nochmal hier einmal das hinsetzen. Dann nehme ich mir nochmal eine Schwarzeichenfalltür und platziere mir die aufgeklappt neben meiner Mauer hier oben auf dem Dach. Als nächstes werde ich bei unserem Panzer die Ketten bauen. Dafür nehme ich mir einfach Schleifsteine. Die platziere ich mir jetzt einfach an den Seiten. Natürlich müsste die Kette so sein, dass das Rad auch nach vorne zeigt.
ganz außen, den letzten Block, den wir hier haben, da setzen wir einfach den Schleifstein so ein bisschen zur Seite weg. So, dann habe ich hier schon mal die eine Seite fertig. Mache ich das nochmal auf der anderen Seite. Nun, wenn wir nochmal den Panzer ein bisschen an der Seite dekorieren. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar Wilber-Skelettköpfe. Platziere mir hier einfach nochmal 4 auf jeder Seite. Dann setze ich mir auf der Rückseite nochmal hier jeweils in die Ecke nochmal ein. Und vielleicht nochmal 1 bis 2 Blumentöpfe auf der Vorderseite. Ich werde mir auch nochmal ganz oben nochmal eine weitere Mauer hier platzieren. Setze sie mir mal so schräg einfach mal davon und setze mir da auch nochmal so einen Kopf drauf. Nun werde ich mir ganz oben noch ein Geschütz bauen. Dafür nehme ich jetzt einfach mal hier einen Amboss und setze mir davor einfach mal eine Kette ran. Aber die Auswahl für ein Geschütz ist riesig. Man könnte auch einen Endstab nehmen oder einen Blitzstab. Wer will, kann auch gerne auf dem Panzer etwas Teppich verteilen. Ich setze mir ganz vorne nur ein bisschen was hin. Wir wollen natürlich auch noch Funkverkehr haben mit unserer Zentrale. Das heißt, wir werden uns noch ein paar Antennen basteln. Nimm dafür einfach ein paar Ketten, setzt die hinten einmal auf den Turm rauf und platziert hier da dann einfach nochmal einen Blitzstab ganz oben hin als Endstück. Aber auch bei den Antennen gibt es wieder eine große Auswahl, wie man die sich einfach gestalten kann. Da kann man sich auch wieder ein bisschen austoben. Auf der Vorderseite ist der Panzer noch ein bisschen kahl. Dekorieren wir noch ein bisschen mit ein paar Köpfen. Aber wenn wir es vorne machen, müssten wir es auch wieder auf der Rückseite einmal machen. Auf der Rückseite könnten wir auch noch ein paar Stolperdrahthaken einfach mal hier dran platzieren. Und dann geht es so langsam schon daran, dass wir den Panzer auch innen drin uns einrichten wollen. Ja, ihr könnt euch oben, sag ich mal, hier so ein bisschen reinbuddeln. Ich sag mal, wir können hier schon drin stehen. Ganz schön Platz, was man hier in dem Panzer noch haben kann. So, und den wollen wir uns natürlich noch hier ein bisschen gestalten. So, ich kleide mir jetzt erstmal hier so ein bisschen die Ecke mal aus mit ein paar Mauern. Dann werde ich mir jetzt hier einfach mal so mein Kanonenrohr hier vorne machen, dass man das hier auch irgendwie laden kann. Dann brauche ich natürlich noch einen Fahrer, obwohl halt ein Schleifstein eignet sich immer besser als Lenkrad. So, machen wir gleich einen Sitz hier für den Fahrer einmal rein. So, der Sitz sollte natürlich so nach vorne zeigen, kriegen wir das hier irgendwie hin. Ja, sehr schön. So, dann brauche ich noch einmal einen Ladeschützen. Der sitzt denn, sage ich mal, hier. Dann brauchen wir noch einen für unser MG hier oben, was wir haben. So, da nehmen wir das mal einmal hier so. Und dann nehme ich noch so einen Endstab. Und dann kann er hier, sage ich mal, reingucken und dann ne, das MG benutzen. Und dann bräuchten wir vielleicht nochmal einen Sanitäter an Bord. Den setzen wir einfach mal hier hinten hin. Fliegen wir mal hier wieder raus. Ich mache noch eine kleine Luke hier rein. Wunderbar. Und dann sind wir hier drin. Und ja, können hier unser Team verteilen. Und haben dann funktionierenden Panzer in Minecraft. Es ist doch immer schön in Minecraft sich Gebäude wie Fahrzeuge zu bauen, die auch innen drin eingerichtet sind. Wenn dir das Video gefallen hat, findest du oben in der Infobox noch weitere Videos. Ansonsten abonniere noch gerne den Kanal, dann bleibst du auf dem laufenden Stand und verpasst in Zukunft gar kein Video mehr. Aber bis dahin war es wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut rein und ciao.